Das ging gerade noch mal gut. Ein dramatischer rechtsabbieger Unfall im Süden Chinas, gefilmt und zum Glück mit glimpflichem Ende. Eine junge Frau ist auf ihrem Moped unterwegs, als ein links neben ihr fahrender LKW plötzlich rechts abbiegt. Der riesige Laster kollidiert mit der Frau, die von ihrem Fahrzeug stürzt und fast überfahren wird. Erst in letzter Sekunde bemerkt der LKW-Fahrer den Crash und hält an. Offenbar hatte er die Frau beim Abbiegen nicht gesehen. Die Frau hat Riesenglück, sie bleibt unverletzt. Ihr Moped allerdings erleidet einen Totalschaden. Unfälle wie dieser passieren auch auf deutschen Straßen immer wieder. Jährlich sterben im Schnitt 140 Fahrradfahrer und Fußgänger bei Rechtsabbiegerunfällen. Bis zu 10.000 weitere werden zum Teil lebensgefährlich verletzt. Diese Aufnahmen aus China zeigen, wie brutal und schnell ein Brummi zur Gefahr werden kann für Menschen, die sich im toten Winkel befinden.